Die Rundentaktik von Fire Emblem Three Houses ist komplex und vielschichtig. Wir geben euch Tipps, wie ihr in den Kämpfen um Fortlan siegen könnt. Achtet in der Schlacht immer auf das klassische Waffendreieck von Fire Emblem. Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Lanze und die Lanze schlägt das Schwert. Gerade gegen Ende werden die Boni und Mali für den Ausgang der Kämpfe äußerst relevant. Achtet zudem immer darauf, wie anfällig die jeweilige Klasse gegen Beschuss oder Magie ist. Hier lauern gerne tödliche Überraschungen für eure Helden. Falls einer eurer Helden im klassischen Modus fällt, ist er für den Rest des Spiels verloren. Da ihr aber kaum Reserven habt, sind Verluste meist nicht akzeptabel. Ein Ausweg liefert die Rückspulfunktion von Sothis. Solltet ihr euch dennoch in eine ausweglose Situation manövriert haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, die Schlacht neu zu starten. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad könnt ihr dann sogar die Erfahrung behalten, die ihr im Kampf bis zum Neustart gewonnen habt. Haltet in den Schlachten eure Kämpfer zusammen oder bildet wenigstens effektive Kampfpaare. Vorstürmende Einzelkämpfer werden von den Feinden gerne als bevorzugtes Ziel ausgewählt und dann im Kampf zerlegt. Vor einem Kampf könnt ihr die Aufstellung eurer Helden bearbeiten. Dafür müsst ihr im Kreismenü auf Karte klicken und könnt dann die Kämpfer zwischen den Startpositionen austauschen. Welche Helden ihr in den Kampf schickt, könnt ihr unter Einheiten auswählen. Achtet immer auf eine ausgewogene Schlachtreihe. Spätestens in den Gefechten gegen große Monster, starke Ritter und Zauberer braucht ihr alle Nahkampfvarianten sowie Fernkämpfer, Magier und vor allem Heiler, um die Kämpfe zu überstehen. Achtet bei der Ausrüstung eurer Truppen auf sekundäre Kampffähigkeiten. Euer Ritter ist auch im Bogenschießen bewandert, dann drückt ihm einen Bogen in die Hand. Euer Assassine kann auch mit einer Axt umgehen, packt ihm eine in den Rucksack. Man weiß nie, wann eine Sekundärwaffe nützlich sein kann. Es ist extrem wichtig, von Anfang an zu planen, welche der höheren Klassen eure Kämpfer lernen sollen. Ober- und Ultima-Stufe erfordern meist Sekundär- und Tertiärfähigkeiten, die ebenfalls mindestens auf Stufe A gelevelt sein müssen. Belegt in den Schulstunden mit den Charakteren also ab und an die entsprechenden Fächer, die nicht von ihrer Klasse im Kampf gesteigert werden können. Dann seid ihr für die Examen gerüstet, wird das entsprechende Level zum Aufstieg erreicht. Habt immer ein Auge auf den Zustand eurer Waffen. Nichts ist nerviger als eine zerbrochene Klinge im ersten Zug, weil ihr zuvor nicht ins Inventar eures Kriegers geschaut habt. Neue Waffen gibt's im Arsenal am Marktplatz, die Schmieden kann für Gold und Ressourcen beschädigtes Kriegsgerät wiederherstellen oder sogar aufwerten. Wie für Fire Emblem üblich, bedingt die Beziehung zwischen Charakteren Boni für benachbarte Felder. Können sich Kämpfer gut leiden, gibt es größere Vorteile im Kampf. Um die Beziehung zu Charakteren schnell zu verbessern, lohnt es sich, Geschenke zu sammeln oder die überall im Schloss verteilten verlorenen Gegenstände den richtigen Figuren zuzuordnen. Weiterhin sind Gruppenaktivitäten wie zum Beispiel gemeinsames Essen, Chorproben oder Teestunden ein probates Mittel, um Motivations- und Beziehungslevel zu erhöhen. Die neuen Bataillone sind wertvolle Ergänzungen der Kampfmechanik. Die Einheiten können zum Beispiel die Bewegung der Gegner hemmen oder sie auf andere Felder verschieben. Achtet also darauf, dass eure Krieger entsprechend ausgestattet sind und überlegt euch, welche Waffengattung am besten zu welchem Helden passt. Die Zuweisung von Adjutanten ist ein wertvolles Mittel, um schwächere Kämpfer mitzuleveln. Zudem gibt es Boni und mit Glück starke Folgeangriffe, die einen knappen Kampf durchaus mitentscheiden können.